Hallo Kinder, hier ist Kludo. Heute lernen wir von meiner Geschichte, wie kleine Tiere schlafen gehen können. Die Geschichte ist von Marina Kaschner und Anne-Christin Zurbrügger geschrieben. Viel Freude dabei. Wie kleine Tiere schlafen gehen. Wie sah der Löwe gute Nacht? Er schreit dem Löwenkind ganz arg mit seinen Pfoten übers Fell. Äuglein zu, dann schläfst du schnell. Die Maus zog einen schönen Platz für ihren kleinen Mäuseschatz. Sie singt ihm noch ein Schlaflied vor und klaut der kleinen Maus das Ohr. Der Apfel sucht noch einen Floh vom winzig kleinen Affenpo und gibt dem Äffchen einen Schmatz. Nun schlaf recht schön, mein kleiner Schatz. Die Eule hält ihr Küken fest im kuschelig weichen Eulennest. Ich hab dich lieb, schuhu, schuhu, und schon macht es die Augen zu. Der Kater reiht mit seiner Tatze den Kellerbusch der kleinen Katze. Leise schnurchen schlaf sie ein und kuschelt sich an Papas Bein. Die Mücke-Mutter deckt ihm nun das Igelkind mit Blättern zu und strupft es mit der Nase an, damit es besser schlafen kann. So sagen Tiere gute Nacht. Und wie wird das bei uns gemacht? Sanft streiche ich dir übers Fell und kraul das Öhrchen noch mal schnell. Ich suche dir einen Floh vom Po, hau dich ganz fest und das geht so. Ich reib dir deinen kühlen Bauch und deinen Nasenstuft gibst auch. Und was kommt nun zum guten Schluss? Ich muss kuscheln. Ein Schlafkuss. Gute Nacht.